Hallo liebe Klemmerstein-Freunde und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ja, es ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Video mal hochgeladen habe und ja, war ein bisschen stressig die Zeit für mich. Nicht jetzt das Hochladen von Videos, sondern in der oder auf meiner Arbeit war es ein bisschen stressig. Es steht ja die Urlaubszeit an und dann wird es in mancher Firma immer ein bisschen stressig. Ja, ich habe jetzt hier mal ein kleines Set für euch. Das habe ich auch schon eine ganze Weile bei mir im Regal stehen. Und zwar kam das Set in diesem kleinen, unscheinbar verbeulten Karton. Season Blocks to be continue stand da drauf und sonst weiter nichts. Ich musste erstmal ein bisschen ja, Recherche führen und kam nachher darauf, dass das Set von der Firma Sembo ist. Das Set hat die Nummer 8150, hat 492 Teile und hat bei Amazon 29,99 gekostet. Die Lieferzeit bei dem Set lag so ungefähr bei 2 Wochen. Daher gehe ich von aus, dass es irgendwie aus China kam, auch weil es so zerdetscht war. Ja, im Inneren des Kartons tut sich natürlich nicht viel bei 492 Teilen. Und wir haben jetzt hier auch jede Menge Kleinteile. Wie ihr seht, also viele große Teile, außer jetzt hier die Reifen. Und hier haben wir dann noch nach diesem Pullback-Motor. Das Fahrzeug hat einen Pullback-Motor. Und hier seht ihr dann halt, dass es von Sembo ist, die Reklame, die mit dabei lag, dieses kleine Prospekt. In dem könnt ihr schauen, was für Fahrzeuge halt noch in dieser Serie so zu haben sind. Da scheint Sembo ja jetzt ja, mehrere Fahrzeuge aufgelegt zu haben. Ja, hier dieses Fahrzeug, das werden wir gleich aufbauen oder werde ich aufbauen. Im Inneren finden wir jetzt auch gleich die, ja, oder den Stickerbogen. Und für 492 Teile finde ich den schon enorm, denn wir haben hier 52 Sticker. Die Bauanleitung hat übrigens 70 Seiten. Hier, 70. Teiletrenner gibt es auch dabei. Ja, Aufbau scheint ganz angenehm zu sein. Wir haben jetzt hier natürlich auch keine nummerierten Tüten, keine Bauabschnitte. Das ist alles jetzt hier so. Ihr reißt nachher alles auf und baut halt auf. Schön ist auch, jetzt hier haben wir diese verchromten Teile. Sieht alles ganz cool aus. Ja, hier befindet sich noch der Teiletrennerin. Seht ihr? Ich gucke jetzt mal hier so ein bisschen, ob ich hier bedruckte Teile finde, aber sieht nicht so aus. Das scheint alles mit Aufkleber gemacht zu sein. Ja gut, ich fange jetzt an und wir sehen uns gleich bei dem fertigen Modell. Bevor ich euch das Modell zeige, ein kleines Highlight bei dem Set war, und ich habe mich echt gewundert, das erste japanische Set, was ich gebaut habe, wo jetzt auch Bügelperlen à la Kobi mit dabei waren. So ein paar halt nur, aber keinen jetzt so ein Setzer für diese Bügelperlen, der war jetzt nicht dabei. Ihr müsstet die halt von Hand reinfriemeln in die Studs. Ja, das ist das schöne Modell. Ich finde, optisch ist es super gut gelungen. Die Reifen finde ich jetzt etwas zu dick. Die sind eigentlich sehr schmal gewesen bei den früheren, ja, Wagen. Vorne haben wir dann halt den Pullback-Antrieb, den haben wir jetzt nicht hinten. Der sitzt hier vorne drunter und wird dann nochmal über Zahnräder halt vom Vorderrad auf diesen Pullback übertragen. Alles, was ihr seht, fast jede Fliese außen hier hat einen Aufkleber. Und das war wirklich sehr nervig, alles mit Aufkleber zu verkleistern hier. Optisch sieht es ganz gut aus, aber es ist halt nervig, alles zu bekleben. Es sind sogar hier oben diese kleinen einer Studs hier, sind Aufkleber drauf, vorne der Kühlergrill auch. Aber mit diesem ganzen Chrom sieht das aber auch sehr schön aus. Auch hier an der Seite dieser Auspuffanlage finde ich echt gut. Dann haben wir hier einen Schalthebel angedeutet, auch innen drin ein paar Armaturen angedeutet, Lenkrad. Das ist ja, Lenkrad hat natürlich keine Funktion. Wir haben hier Spiegel angedeutet, hier hinten ein Reserverad, wo Speichen angedeutet sind. Das wundert mich doch ein bisschen. Hier ein Tankdeckel. Also hinten am Reserverad, das hat Speichen angedeutet, aber die anderen Räder halt nicht. Hätten sie sich hinten auch sparen können, weil so gut sieht das nämlich gar nicht aus. Aber das Modell ansonsten ist gut gelungen. Es soll ja einen Mercedes von 1931, glaube ich, ist das. Ja, 1931 darstellen. Sieht man jetzt hier nicht an dem Modell. Wir haben weiter keine Funktionen außer diesem Pullback. Das ist jetzt alles hier, ja, Aufkleber, haben wir aber ja schon gesagt. Aber hier sind jetzt keine Türen, die ihr öffnen könnt oder Motorhaube könnt ihr öffnen. Das Einzige ist jetzt hier halt dieser Pullback, der nicht richtig funktioniert. Eigentlich kenne ich das, einfach vorne ein bisschen mehr Druck ausüben und dann ja, zurückziehen und dann fährt das Auto vor. Aber man sieht hier, die Reifen haben zur Felge keine richtige Verbindung. Das heißt, wenn der Pullback, der baut ja irgendwie durch die Feder irgendwann mal richtig Druck auf oder Gegendruck,
Ja, dann rutscht da die Felge einfach durch und ja, der Antrieb ist eigentlich nicht gegeben. Ihr seht das jetzt hier, jetzt hat da Druck aufgebaut und ihr könnt vorne den Reifen einfach so weiterdrehen, ohne dass was passiert. Ehrlich gesagt, mich stört es jetzt nicht bei dem Fahrzeug, weil ich fand Pullbacks eigentlich immer schon doof, auch als Kind. Hat mich das irgendwie nie gereizt, jetzt ein Fahrzeug deswegen zu holen. Das nächste ist, das ist auch eher ein Fahrzeug für die Vitrine. Und da gehört es dann halt auch eigentlich hin. Sonst, ich finde das Auto echt schön. Mich haben jetzt die Aufkleber ein bisschen genervt, dass der Pullback jetzt nicht funktioniert. Interessiert mich jetzt soweit erstmal nicht. Ja, preislich ist das natürlich schon ein Hammer. Ja, fast 30 Euro für 400 und ein paar zerquetschte Teile. Aber wer diese Fahrzeuge mag und auch in dieser Größe mag, ja, der kann hier ruhig oder sollte hier oder ja, kann ruhig zugreifen, ne? Ja gut, mehr gibt es zu dem Fahrzeug auch nicht zu sagen. Ihr könnt euch das gerne noch mal ein bisschen jetzt anschauen. Ich lasse es jetzt auf dem Teller noch mal ein bisschen drehen und würde sagen, danke, dass ihr jetzt bei diesem kleinen Review jetzt hier zugeschaut habt und das nächste ist schon in der Mache. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt ein Moleking wird oder ob jetzt Kobi zuerst kommt. Lasst euch da einfach überraschen. Und ich würde sagen, ja, wie immer zum Schluss, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, lasst doch bitte eins da. Damit unterstützt ihr meinen Kanal auch so ein bisschen. Und ja, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr halt beim nächsten Mal Bescheid sofort, wenn ich das nächste Video hochlade. Okay, Leute, bis dann. Ciao.